Hallöchen, Leute. Ich bin wieder mal untergetaucht und zwar hier wieder in der Nähe des kleinen halben Wrackes und versuche hier die Laborwasserflasche aufzunehmen, was auch gut gelungen ist. Und hier ist hier, oh, das ist so eine Leiche hier, beziehungsweise ein Skelett, ne? Und was gibt's denn noch hier? Oh, noch ein Skelett oder was? Ja, okay. Also einmal ringsrum über das halbe Wrack bin ich rüber. Und das müsste es gewesen sein. Vorne am Bug gibt's nicht genug. So, hoch bitte. Aber hoch, nicht runter. Hoch. Mensch, ich ersaufe doch gleich. Mann, das geht wieder mal auf meine Energie da. Hallo Leute, übrigens noch nachträglich ein herzliches Grüß Gott oder Servus oder Grüezi miteinander zur neuen Folge hier. So, jetzt bin ich erstmal wieder hier oben. Sehr schön. Und auch erstmal herzlich gedankt für eure guten Beiträge mal wieder in meinem auf meinem YouTube-Kanal. Und ich habe mir auch mal aufgeschrieben. Ja, genau. Und auch noch danke sehr für eure Lösungsansätze beziehungsweise die Lösungen, die ihr angegeben habt, wie ihr den Urdrachen sozusagen erledigt habt. Das fand ich gut. Und natürlich auch noch die Tipps, wo man weiterhin noch Magie lernen kann an verschiedenen Buchständern. Aber ich bin jetzt hier. Warum bin ich wieder in so einem Dialekt drin? Ich weiß es nicht. Leute, ich speichere erstmal ab. So, ich befinde mich jetzt fernab natürlich der Varanschen Küste. Einfach nur auf einem kleinen Exkurs, so als Abwechslung. Hier haben wir eine schildende Kröte. Mal gucken. Ja, lecker für Schildkrötensuppe. Gut geeignet. Ja, denn ich wollte ja immer wissen, was es hier mit diesen kleinen Inselchen auf sich hat. Man geht da immer dran vorbei, man schaut und denkt, mein Gott, finden wir hier den Robinson, finden wir den Crusoe. Heute ist zwar, Moment, heute ist, was ist denn das da? Ist das ein Fisch? Das ist ein Fisch. Heute ist zwar Dienstag bei mir hier, wo ich das jetzt aufzeichne. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Aber ihr seht es an einem Donnerstag frühestens. Das heißt also, Freitag werden wir nicht finden. Vielleicht in der Freitagsausgabe, ich weiß es nicht. Ah, toll, es geht die Treppen hoch, es geht die Treppen hoch. Ja, Treppen sind ja nicht, aber sind einfach mehr so, ja, so in Stein gehauene, ganz einfache. Gibt's da wer? Stufen. Hallo, ja, bleibe ich hier hängen. So, was? Oh, das hört sich nach einer giftigen Blutfliege an. Ach, das war ja eine normale Blutfliege oder was? Wüstenfliege? Gut, okay. Ich hätte gedacht, es ist jetzt eine Inselfliege. Und da ist noch eine. Okay. Machen wir die mal weg. Gibt es denn noch mehr von der Sorte? So, erstmal nicht. Erstmal speichern. So, wir müssen mal gucken, ob es hier noch mehr auf der Insel gibt. Weil ich kann mir vorstellen, aufgrund der Tatsache... Oh ja, oh, bist du ja. Okay. Dass es hier bestimmt noch irgendwas gibt, was es zu erkunden gilt. Nur weiß ich nicht. Wo genau? Vielleicht im Inneren der Insel. So, jetzt haben wir hier erstmal den Bereich hier abgesucht. Und dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Ja, ey, cool. Warum? Warum nur gibt's hier nichts? Was auch so blöde Wüstenfliegen. Hä? Das war das oder wie oder was oder was oder wie? Okay. Ja, das war das hier. Wo kann ich hier direkt ins Wasser jumpen? Speichern mal ab. Gucken. Ja, das geht. Weil ich nämlich ganz gerne wissen wollte. Hier noch irgendwie. Aha! So, so. Alles klar. Ich habe doch gewusst, auf der anderen Seite da ist was. Wusste ich. Intuitiv. Da kommt noch die große Frage. Und zwar hier. Aha. Rutschi, rutschi, putschi, lutschi. Nein, so geht's nicht. Ah.
Okay. Das ist jetzt wieder die verteufelte Seite. Okay. Da komme ich nicht hin. Mensch, wie kommt man denn da hin? Ist das flach genug? Eventuell. Nee. Ich speichere mal ab und probiere was aus. Und zwar, ich werde mich mal selber in eine Blutfliege verwandeln und versuche... Wieso bin ich jetzt unter Wasser? Was ist denn das für ein Schwachsinn? So, ich versuche, irgendwie hier einen Weg zu finden, hier hochzukommen. Nee, schade, schade, schade. Geht nicht. Aber gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen aus der Ferne an. Ach nee, unter Wasser geht es natürlich nicht von Unterwasseransicht. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Oh, geht's nicht runter? Ja, tolle Nummer, tolle Nummer, tolle Nummer. Dann versuche ich es nochmal so, dass ich eventuell... Nee. Nee, das bringt nicht viel. Deswegen muss ich mich wieder zurückverwandeln. Ach, ich dachte, ich könnte hier irgendwie schneller hochkommen. Nee, okay. Dann werde ich mal wieder hier hochgehen. Bis wir uns wieder oben befinden. Oder ich habe wieder was übersehen. Trotz Brille. Wir müssen ja irgendwie da... Ja, nee, dieser Höhleneingang, der war ja überdacht. Der war ja überdacht. Da kommen wir ja nicht hin. Stopp. War ich denn hier oben schon drauf? Ja, natürlich. Moment mal, hier war doch auch eine Blutfliege, oder nicht? Wieso liegt die hier nicht mehr? Nee, hier war ich auch noch nicht. Ja, 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 ja. Das wird jetzt echt ein bisschen hakelig. Wie komme ich da jetzt da dran? So. Wir müssen wieder ein runter. So, vorsichtig runter. So, und hier ist ein Stein. Und wenn ich jetzt mal hier auf meine Kante blicke, mal ganz vorsichtig mal an die Kante gehe. Ja. Nein, so weiter wollte ich nicht. Oh, nochmal neu laden. Dann versuchen wir es nochmal. Also hier können wir einfach runter. So, und dann am besten immer schräg. Aber ich muss jetzt mal wissen, was ich hier ist hier die breitere Seite. Ah ja, okay, da, okay. Dann werden wir nicht direkt, sondern einfach mal hier so schräg runterspringen tun wollen. Ja, das kostet wieder ein bisschen Knochen, ich weiß. So, und wenn mich nicht alles täuscht, war das hier oder was? Oh, jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Doch, jetzt. Nee, hier gibt es auch nur eine Stufe. Nee, da sind wir ein bisschen zu weit, dann ist die Höhle also sozusagen... Upsala. Müsste hier sein. Hier ums Eck. Ja, 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 geschafft. Speichern. So, und der aufmerksame Zuschauer wird gemerkt haben, dass nach der Rückverwandlung eines Spruches die Waffe immer, die erste Waffe aus dem Inventar genommen wird. Deswegen werde ich mich auch gleich dieser Waffe bemächtigen. Gut, okay. Und gucken wir mal vorsichtig ums Eck. Und da ist was. Wer bist du denn? Bist du ein Wüstenfeuerwaran oder was? Ja, schön. Hätte mich ein bisschen angebrutzelt. Das heißt, wir werden erstmal was essen tun. So, gucken wir mal weiter. Hier rein. Was haben wir? Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Ist hier aber noch was? Nein, hier gibt es eine Kiste. Eine Truhe. Die bestimmt... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, ich schreibe mir das gleich auf. So, aufgeschrieben und ja, damit ist die kleine Insel hier mal untersucht. So, beziehungsweise die rechte davon. Hier haben wir noch die größere. So, jetzt haben wir hier noch einen Wrack. Oder ist es das gleiche? Nein, das ist es nicht. Otter. Nein, das ist ein anderes Wrack. Das ist das Heck. Aha.
Das heißt also, wo wir zuerst waren, das war das vordere. Und das ist das Heck dazu. Okay, auch hier gilt es mal kurz eine Runde tauchen. Und gucken, was hier im zerbrochenen Heck ist. Oder am zerbrochenen Heck. So, ja, erstmal wieder in die Waagerechte gehen. Erstmal hier so ein bisschen gucken, was ist drumherum? Liegt hier noch was drumherum? Ja, man kann das nicht so gut... Oh, Alter, hier kurz vom Dings, wie in dem Film The Abyss. Nee, irgendein anderes. Ein anderer Film mit dem U-Boot. War es doch The Abyss? Ich weiß es nicht. Okay, also, hier gibt es nichts. Oh, aber nur ein paar komische Lianen. Sieht's mit unserem Sauerstoff aus. Nicht so pralle. Okay. Das lässt sich aber auf jeden Fall einrichten, dass wir hier noch ein bisschen... Oh. Und deswegen bin ich hier die ganze Zeit im Schiff hier, oder was? Es gibt hier nichts. Nee. So, okay. Nein! So, jetzt müssen wir wieder ganz schnell hoch. Sonst gibt es wieder Gluck, Gluck, weg Ware. Und hier ist es jetzt nicht mehr so tief. Komm, 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 komm! Los, los! Das war aber jetzt Knappinger. Also, haben wir hier nichts gefunden. Okay, dann... Fetzen wir mal hier zu dieser Insel hier. Das werde ich dann auch mal im Schnellmodus machen. Es sei denn, wir haben hier noch verdächtige Objekte, die am Grunde des Meeresbodens liegen. Wirklich ein klares Wasser. Okay, nee, jetzt aber mal. Was ist das? Sind das irgendwelche Reliquien von Atlantis? Ich sehe nämlich Säulen, die da aus dem Boden ragen. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. An den Säulen. Nein. Auch nicht. Okay, dann auf zur Insel. Tauchen wir kaum auf, schon haben wir hier die ganzen... Das sind ja Krokogatoren, Krokodile. Die warten schon sehnsüchtigst auf Fleischeslust. Ha. Das ist bestimmt mein Schiff. Die Albatros. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwo sicher anlanden können. Nein, können wir nicht. Oh, nope. Das ist doof. Okay, dann müssen wir es halt eben riskieren. Beziehungsweise die ersten beiden Mal... Und den ersten beiden uns mal anfuttern lassen. Ja, das wird echt übelst. Also gehen wir mal ganz da hinten an die Ecke da. Oder besser gesagt, da. Gut. Oder wir gucken nochmal rum hier. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Höhleneingang. Weil das sieht nämlich so aus, als gäbe es hier einen Höhleneingang. Man braucht ja nicht gleich hier, was weiß ich, ins Verderben zu rennen. Na, schaut mal. Das ist ein Grotteneingang. Ja. Okay, das sind Lurker. Dann machen wir das so. Dann gehen wir erstmal zu den Lurkern hier. Aber bevor ich da anlande, speichere ich mal lieber. Yep. Okay, hoffentlich kriege ich schon ein bisschen schnell Grund unter den... Ja, Klappmuschel. Okay, er hat mich schon. Ich stehe schon. Und da hinten, ganz hinter der Säule, hinter der Baumsäule... Baumsäule, die ich beinahe gesagt. Hey, du hast mich noch gar nicht erwischt. Okay. Was war das für einer?
Ach, ein Sandlurker, okay. Sandlurker. So, aus dem Wartmodus bitte raus. Ih, lecker Fisch, okay. Ja, viel Spaß, Sandlurker. Ein Hieb, kaputt ist er. Ne? Das machen wir dann gleich auch mit dem nächsten. Oh, ach, wieso nicht? Zack. Zack, wunderbar. So, Dille. Erledigt. Und erstmal hier in diesem Bereich immer schön den Loot aufheben. Hornmuschel. Im Off werde ich dann nochmal die Muscheln öffnen. Fisch. Nochmal ein Fisch. Und hier eine Klappmuschel. Gut. Okay, so wie das aussieht, sind wir hier an einem Weg. Hier kommen wir rum. Das sieht gut aus. Augen und Ohren offen halten. Okay. Wie schön ist das denn? Hier die Sonne so reinfritzelt. Ach, ein Rädchen. In case of its rats. Wüstenratte. Kaputnik. Bayern. So, schwupps, ich habe mein Amulett wieder an. Hab ich vorhin vergessen anzumachen. Okay. Ja, noch mehr Rädchen. Okay, gehen wir erstmal hier in die Richtung. Ich dachte schon, das ist aber mein Schatten gewesen. Gibt es hier noch was Verstecktes? Nein, okay. Ich höre was. Das sind aber die Krokogatoren unten. Die Alligatoren. Hier irgendwie auch mal runter? Nein. Okay. Hier gibt es ein jähes Ende. Also weiter zurück zum Ausgangspunkt. Da, wo wir aus der Höhlenöffnung gekommen sind, die ja hier ist. Oh, guckt euch diesen wunderbaren Sonnenuntergang an. Oh. Traumhaft. Und das in unserer kalten Jahreszeit. Müssen wir uns solchen Bildern ergötzen. So. Ach, schön. Okay, das heißt, wir müssen hier hoch. Nein, falsch. Hier geht's, glaube ich, besser. Oh, ich bin gespannt. Speichern. Nochmal Richtung Sonne gucken. Ist sie schon untergegangen? Ist schon fast untergegangen. Und ich habe wieder eine Maus gesehen. In größerer Anzahl. In Form von Ratten. Sucky Bucky. Kaputnik. Langweilig hier auf den Inseln, oder? Aber desto langweiliger und wahrscheinlich umso größer die Punchline. Also wird bestimmt hier was geben. Und unten haben wir noch die Alligatoren. Boah, Alter, ein Sandbeißer. Der hat sich mal eben hier an der Palme verbissen. Noch so einer. Okay. Die kommen da angespurtet, Leute. So, was haben wir hier? Ich hab ja... Wo? Unsichtbarer Sandbeißer. Geht nicht. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass hier irgendein Typ hier ist, so ein Eremit. Da hinten ist noch einer. Aber nicht ein Sandbeißer. Wo ist denn der Sandbeißer, der zuerst unsichtbar war? Der jetzt nach dem Speichern wieder hier ist. Da ist er. Dass hier irgend so ein Typi ist, so ein Eremit. Wie damals hier in Gothic 2 auf einer Insel, der ganz oben irgendwo saß und wollte rüber. Und dann gab es irgendwelche Holz...
Trümmer, die musste man, wow, Stufe gestiegen, zusammenbasteln, damit er wieder rüberkam. So war das entfernt in meiner Geschichte drin. Gucken wir mal auf die Potenz. 48, das ging mal fix. Okidoki. Ist auch ein bisschen dunkel hier, ne? Okay. Na komm. Na, okay. Und traust du dich? Trotzig, sehr schön. Gut. Eine entspannte Folge mit hohen Aussichten auf... hier gibt's nichts zu sammeln. Auf den Sonnenuntergang, der schon weg ist. Ich werde mal schlafen. Uff. Leg dich mal hin. Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen. Ah. Ist leider nicht bis Sonnenaufgang. Sondern ganz gewöhnlich zu Arbeitsbeginn. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, da. Okay. Auch gut. Wow. So, gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Falls es was lootable. Da ist Patara da hinten. So schließt sich der Kreis. Geht noch höher. Mhm. Uiui. Okay, da oben muss was sein. Ich hoffe es. Erstmal gucke ich hier nochmal nach. Hier werde ich wahrscheinlich wieder an den Ausgangspunkt kommen, wo ich gekommen bin. Oder wo ich her bin. So, damit wir einmal ganz rum sind. Genau, richtig. Ja, nicht hängen bleiben hier. Jetzt bin ich gespannt. Da muss es doch was geben. Oh, das ist ein bisschen zu flach. Wunderbar. So, speichere ich mal ab. So, ich habe noch mal kontempliert und... da wird es wohl nicht nichts geben, wie ich da hochkomme. Und so wie ich das überblicke, bin ich da nicht auf irgendwas gestoßen, so aus dem Eck, was okay, erstmal einrendern. Was es da zu looten gäbe oder wo es noch einen Zugang gäbe. Okay, zurück zu den Tipps. Belazar hat ja natürlich noch... Oh, ist das wieder ein bisschen hier kränkelig. Die hat noch laut Alon noch ein paar Lesepulte. Das ist aber kein Adanos-Schrein, das ist ein Belia-Schrein. Belazar, der ist da oben. Ich brauche noch ein bisschen Magiewissen. Hallo, nicht über die Kante klippen. Schon wieder. Dreimal hintereinander. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Gezappel, ein Gerappel. Stopp mal. Was sind das hier eigentlich für ein Zwischengitter? Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, falls man runterfallen sollte und nicht gleich in den Tod stürzt. Weil das doch ein bisschen zappelig ist. So. Ja, Herr... Du elender Dieb, du hast dich an meine Truhe vergriffen. Ich werde so lange kein Wort mehr mit dir reden, bis du den Schaden ersetzt hast. Hat er doch kapiert. Also ihr seid echt für Überraschung gut. Was ist denn jetzt los? Belazars Truhe. Belazar hat meinen Diebstahl bemerkt. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass er mich verdächtigt. Da ich der Einzige bin, der ihn in letzter Zeit besucht hat, ich werde daher wohl übel meine Strafe bezahlen müssen, sofern ich nicht gegen die Assassinen vorgehen will. Im Grunde kann ich noch froh sein, so billig davon gekommen zu sein. Okay, dann Belazar, entschuldige bitte. Ich will meine Strafe zuerst. Oh, 1000 Euro. Ich will die Strafe zahlen. Ach, ich muss noch die große Prüfung bei ihm noch abschließen. Ich habe die große Prüfung bestanden. Dann heiße ich dich im Kreis unserer Bruderschaft willkommen. Du bist nun einer von uns.
Geh zu Tartaron. Er wird dir die Robe der schwarzen Künste geben. Sofern du über das nötige Magiewissen verfügst, kann ich dich in die ersten drei Kreise der Magie einweihen. Und wenn du willst, kann ich auch deine Mana-Kraft steigern. Ja, was kannst du denn mir als Könnt ihr mir etwas über Alchemie beibringen, Meister? Beibringen? Etwas? Ich kann dir alles beibringen, wenn du willst. Jetzt steht ja wahrscheinlich nur Mana elixiert. Moment. Alchemistischen Fähigkeiten. Unterweise mich, Spruchrollen erschaffen. Unterweise mich erstmal. Unterweise mich. In was? Blitzschlag. Blitz, Untote vernichten, Angst, mittlere Wunden heilen, Schlaf, leichte Wunden, Skelett erschaffen, Wolf, es wird ja immer mehr, es wird immer mehr. So, was kannst du mir denn... Nicht eure alchemistischen Fähigkeiten, Meister. Als Cocktailmeister hier. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Als Cocktailmeister, ja, Kunst, Alchemie, die Kunst der Tränke. Die Kunst der Tränke, was heißt das? Trank der Geschwindigkeit und Mana Essenz, ja, die mir noch fehlte. Nee, brauche ich noch nicht. Okay. Dann haben wir das wohl jetzt erstmal geschafft. Gucken wir mal ins Logiboggy. Da gab es nämlich noch die Schwarzmagier-Schule. Der Schwarzmagier Belasar hat in Amana, hat mir einer der drei Magier, bei dem ich lernen soll. Er kann mir die ersten drei Magiekreise mit. Bei Tartaron kann ich mir noch die Robe. Kann ich mir schon wieder eine Robe abholen. Mhm, gut. Unter erfüllte Missionen, Belasars Tour, ich habe 1000 Gold bezahlt, ja, okay. Ich möchte ganz gerne hier an der Buchkommode mein Magiewissen um 3% erweitern, das ist gut. Okay, lass mich mal vorbei hier, wieso komme ich hier nicht raus? Okay, jetzt. Okay, speichern wir mal. Jo, so, mehr gibt's ja nicht. Das gab aber noch einen Quest-Eintrag, der da hieß Die große Prüfung. Die habe ich noch nicht angeguckt. Warum gehe ich jetzt hier runter? Wutsch. Oh, hier lässt sich ein bisschen mehr besser nach Uga teleportieren, damit wir nochmal bei Tartaron nochmal eine Robe abholen können. Nochmal. Ich habe die ja vorher schon gekriegt. Und Haris hat gesagt, ich hätte sie ja schon irgendwie schon dreimal gesehen. Ah, ja genau richtig. Hier nochmal eine Buchkommode lesen. Upp. Lesen. Verstehe. Wie viel haben wir jetzt? 206. Oh, noch 44 Punkte brauche ich noch. Damit ich den fünften Kreis lernen kann. Auch hier nochmal. Spruch reinschreiben. Das nützt erst, wenn ich wirklich einen fünften Kreis habe. So, du bist noch eine Buchkommode, ne? Genau, richtig. Schön angenehm zu lesen jetzt. Verstehe. Okay. Dann gucken wir mal, was unser Tartaron jetzt wieder zu sagen hat. Als überhaupt. Nein, nicht mehr. Also war das vorher schon erledigt und in diesem Sinne ist auch diese Folge erledigt. Nur ging doch smooth irgendwie, ne? Also bis zum nächsten Mal. Daumen, Kommentar. Danke. Tschüss.